Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euch in Minecraft eine bzw. die drei verschiedenen Pferderüstungen, wie ihr hier schon seht, das ist die Diamantrüstung, wie ihr euch die craften könnt. Ja, im Normalfall müsst ihr die ja finden. Also bis heute habe ich da keine gefunden. Aber ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie man das halt selber craften kann. Und zwar braucht ihr dafür die Mod Craftable Horse Ammo. Den Link stelle ich euch unten in die Beschreibung. Und die müsst ihr euch dann downloaden und installieren. Und zusätzlich ist da noch eine unterstützende Mod, die nennt sich SKC Core. Den Link stelle ich euch auch in die Beschreibung. Die müsst ihr auch noch downloaden und installieren. Sonst funktioniert die Craftable Horse Ammo nicht. Dann sagt euch Minecraft hier nicht mehr, es geht nichts mehr. So, und dann müsst ihr halt noch schauen, ob eure Forge-Version auf dem neuesten Stand ist. Ist auch mit direkt bei den zwei Download-Links mit dabei. Und zwar muss da die Endung bei Forge 1160 sein. Wenn ihr die drei Sachen habt und auch installiert habt, dann könnt ihr euch eure Pferderüstung craften. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. So, dafür nehmt ihr einmal Wolle, die setzt ihr in die Mitte. Ist ja ganz egal, ob jetzt weiß, grün, blau, schwarz, getupft oder was auch immer. So, dann können wir uns jetzt einmal hier ihr braucht dafür 6 Diamanten. So, dann hätten wir eine Diamantpferderüstung. Einmal. Oder ihr könnt euch auch eine Goldrüstung machen. So, blub. So, dann habt ihr eine goldene Pferderüstung. Oder ihr macht euch eine eiserne. So, und dann habt ihr eine eiserne Pferderüstung. Also die drei Möglichkeiten bestehen. So, jetzt gucken wir mal eben hier. Nehmen wir mal die Goldrüstung für den Kleinen. Komm her, zack. So, hat er die Rüstung an. Wie ihr seht, unser Sheldon hat eine goldene Pferderüstung. So, und das funktioniert eigentlich wunderbar, wenn ihr die drei Sachen beachtet. Sprich, diese Zusatzmod, diese SKC-Core müsst ihr mit installieren. Dann schauen, dass Forge auf dem neuesten Stand ist. Und dann könnt ihr euch in Minecraft eure eigene Pferderüstung craften. Gut, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Minecraft-Tutorial wieder. Okay, bis dahin. Tschüss.